Ich würde ja jetzt am liebsten gerade cheaten und nachgucken, welches die bessere Antwort ist. Aber so bin ich jetzt mal nicht. Sorgt für seine Familie, würde ich wohl eher nehmen. Weil die sind die Leidtragende. Wenn er sich nur stellt und verurteilt wird, da hat niemand was gewonnen. Sorgt für seine Familie. Ja, ich werde diejenigen, die am stärksten von den Folgen meiner Tat betroffen sind, entschädigen. Meine Verhaftung würde ihre Qual nicht lindern. Also werde ich um Vergebung bitten, indem ich meine Dienste anbiete. Seid bedankt, ich werde tun, was mir aufgetragen ist. Ich hoffe, dass es eine weise Entscheidung war. Hab Dank. Ich warte. Okay. Latanda ist ja immerhin. Ja. Latanda ist ja immerhin der Sonnenfürst. Ich glaube, dem ist Nächstenliebe wichtiger. Mehr als willkommen. Stolz wird gemieden und der Kreislauf von Wiedergeburt und Erneuerung ist unser heiligster Glaubenssatz. Keine große Herausforderung. Der Morgenfürst heißt euch. Ich weiß, ich habe gerade wieder geladen. So. Ich habe eine gefährliche Bitte an euch. Eine Weigerung steht euch frei, doch die strahlende Ehre von Latanda steht auf dem Spiel. Ich stehe jederzeit zu Diensten. Ich werde da nämlich ein Sicherheitssafe machen. Für den Fall, dass es doch die schlechteste Wahl war. Das ist dann LP027A, weil das hier ist wirklich dann schwierig, das Richtige herauszufinden. Beim ersten war es einfach. Ihr seid mir mehr als willkommen. So, das war das. Ja, das kennen wir alles. Übernehmt Verantwortung für die Familie und Gutes. Ich war nun gut. So, du hast bereits den Zauberring, der dir mehr Zauber gibt. Du hast den Ring der Erdbeherrschung. Stein zu Fleisch. Wie kriegst du den? Yay, nochmal leichte Wunden heilen. Eigentlich müsste den wirklich fast schon Airy tragen, denn die hat am wenigsten Zauber. Na komm, geben wir den Yahira. Kann sie nochmal Rüstung des Glaubens hier lernen? Hier könnte sie nochmal Gift neutralisieren. Nochmal eine mittelschwere Heilung und hier. Nur mal ein Schutz vor Lebenskraftentzug. Das ist übrigens auch etwas, was ich hier reinnehmen sollte. Wobei ein Todesschutz auch nicht schlecht ist. Ja, was immer ihr wünscht. Also ja, ich hätte auch das Laden mir sparen können und mir meine Entscheidung leben können. Aber nö.
So, das heißt, wir gehen in die Slums und rasten dort. Natürlich. Wobei wir vielleicht auf offener Straße einfach rasten könnten. Um vielleicht noch etwas von der Hafner-Quest zu triggern. Oder wir schlafen irgendwann bei der Wildnis einfach irgendwo im Freien. Ich habe gerade Airy unterbrochen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Da ist Korgan. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Habt ihr beide mir vielleicht noch was zu sagen? Schluckstarkes. Habt ihr den Bastard gefunden, der mein Elitium geklaut hat? Ich habe ihn gefunden, ja, und er hat unsere Begebung nicht überlebt. Ei, das habt ihr. Ein Glück, dass der schäbige Drecksack weg ist. Macht's gut. Jetzt, ich habe nichts mehr für euch. Wird Zeit für mich und meinen Bruder, diese miese Stadt zu verlassen. Komm, Gorje. Ist jetzt vielleicht das weg? Ja, jetzt ist es weg. Ich musste nur noch mal mit den beiden sprechen. Gut. Bei mir ist das Bier billig. Was hat er gerade gesagt? Ja, hier, er sollte euch hier nicht zeigen. Es ist nicht mehr sicher. Nicht, dass ich euch nicht mehr trauen würde, aber was? Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Hafen und ich möchte nicht, dass sich daran etwas ändert. Es hat sich schon herumgesprochen, was passiert ist. Ja, hier, das ist doch nicht wahr, oder? Nichts von... Nicht so, wie sie es erzählen, Bernhard. Ihr kennt mich. Ich bitte euch, vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Gut, mir reicht das. Zwischen uns ist es... Ist dann alles beim Alten. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Ja, sowieso. Ja, ich werde sehen, was ihr anzubieten habt. Dann schlafen wir einmal als Händler. Was haben die eigentlich so zu verkaufen? Irgendwas Gescheites? Paar Heldentränke, die nicht teuer sind. Aber ansonsten... Der Schläfer. Den brauchen wir nicht unbedingt. Ninjato. Nö. Rosenklinge? Langschwert. Kann nicht von Druidenklingern und Magiern verwendet werden. Klingt eigentlich gar nicht mal schlecht. Plus zwei Charisma. Also eigentlich ein Paladin-Dekadenzschwert. Ich bin der Rosenritter. Nee. So, 8 Stunden. Keine große Herausforderung. Ihr müsst eure Gruppe. Das dürfte reichen. So, jetzt sollen wir hier in den Slums nach einem Typen Ausschau halten. Du bist nur eine Ladenbesitzerin. Ich find's lustig, in den heruntergekommenen Slums gibt es Stadtwachen. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Ah, Travin. Hallo, mein Freund. Hey, ihr... Was wollt ihr? Kann ein Mann nicht mal nachts in Ruhe die Straßen entlang wandern, oder dass man ihn stört, zieht ab. Oh, aber ich denke, ihr und ich sollten uns unterhalten. Ist euer Name zufällig Travin? Ich befürchte fast, ihr seid derjenige, der was getan hat, was mich stört. Seid ihr Travin? Ist euer Name Travin? Und wenn schon, seid ihr von den Talisianern? Ich habe da was, das ihr sucht, aber nur gegen die Bezahlung. Natürlich, sagt mir, was ihr verlangt und ich werde sicherstellen, dass ihr es bekommt. Ich werde auf die Bezahlung nicht warten, jetzt oder nie. Es war die Abmachung 400 Goldmünzen oder kein Ring. Also schön, hier
Jetzt würde ich bitte gern den Ring haben. Ihr werdet ihn jetzt herausrücken oder ihr werdet euren Kopf auf meinem Teller wiederfinden. Ich befehle es. Nein. Man hat mir nichts von einer so hohen Summe gesagt. Belügt ihr mich? Wollt ihr die Götter verärgern? Hey, ihr könnt mir doch nicht verübeln, dass ich versuche, ein paar Merker zu verdienen. Geht zu dem roten Klinkerhaus auf dem Dach der Kupferkrone. Sprecht mit Borinal. Er ist euer Mann. Ich bin nur die Kontaktperson. Gut, geht jetzt und denkt darüber nach, wie nahe ihr auch im Tod wart. Guter kleiner Mann, und jetzt sterbt, wenn Latanda an eurer Seele Rache übt. Nein, nehmen wir das erste. Ja, natürlich, es tut mir leid, wirklich sehr leid. So, Auftrag des Tempels. Der Dieb Travin hat mir gesagt, ich soll die Gegend über der Schenke zur Kupferkrone gehen. Ich soll in die Gegend gehen. Dort befindet sich ein rotes Ziegelhaus, das mit roten Schindeln gedeckt ist. Hier soll ich einen Mann namens Borinal finden, der gebe ich den Ring hat, nachdem ich suche. Ja. Ja, die Sphäre der Ebene, das wird auch noch lustig. Das gehört so zu den Sachen, die ich als vorletztes machen will hier. Und da muss ich echt mal gucken, ob wir die wachende Feste noch in diesem Akt machen müssen. Also, wachende Festung, ja. Oder ob wir das später noch nachholen können. So, gehen wir erstmal hier rein. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Was zur Hölle wollt ihr hier? Ich gebe mich nicht mit gewöhnlichem Straßensack ab. Ich habe Kundschaft, die Termine vereinbart und für euch habe ich keine Zeit. Ich wollte nur mal sehen, was für Waren ihr so zum Verkauf anbietet. Ihr werdet euch schon Zeit verschaffen müssen. Ihr habt etwas, was mir gehört, sagt zumindest dieser Wurm Travin. Ich dachte, ihr würdet vielleicht mit mir reden wollen. Travin sagt dir, ihr hättet etwas, was ich gerne hätte. Das war eure Wohl, der Ring der Morgendämmerung. Was? Ich bin froh, ihn loszuwerden. Ich habe seitdem in meiner Obhut ist die Augen des Himmlischen jede einzelne Minute auf mir gespürt. Nur noch eine einfache Prüfung, bevor ihr geht. Was möchtet ihr? Es wird nur einen Augenblick dauern. Ich muss sicher gehen, dass ich ihn der richtigen Person gebe. Wenn man mit Talisiana zu tun hat, bedeutet ein Fehler mein Tod. Es ist wirklich sehr einfach. Schwört eure Ergebenheit zu Talos. Was ist denn das für ein Spiel? Warum bittet ihr mich, das zu tun? Und was würdet ihr durch meine Weigerung gewinnen? Warum erbittet ihr so etwas? Das ist wirklich ziemlich einfach. Ich muss dies einem Diener des Talos aushändigen. Wenn ihr der besagte Diener seid, würdet ihr nicht davor zurückschrecken, eure Verbundenheit zu erklären. Ihr würdet wahrscheinlich darin schwelgen. Aber wenn ihr kein Anhänger Talos seid, würdet ihr nicht mal im Spaß auf ihn schwören. So etwas zu tun käme der Verleugnung eures eigenen Glaubens gleich oder würde, was noch schlimmer wäre, euch die Aufmerksamkeit von Talos bescheren. Also ich frage euch, steht ihr im Zeichen dieses Talos, seid ihr ihm und ihm allein treu ergeben? Und möge er euch vernichten, solltet ihr lügen? Ich versichere euch, dass ich in dieser Angelegenheit der Diener des Talos bin. Möge er mich vernichten, sollte ich lügen. Ich kann die Worte, die ihr hören wollt, nicht sprechen. Begegnet dem rächenden Zorn eines Dieners des Morgenfürsten. Diese Maskerade endet hier. Ja, ich bin ein Diener. Au. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Au, das hat Yoshibo getroffen. Hi, ich frage mich, warum das geschehen ist. Göttlicher Zorn? Ist für gewöhnlich unterschwelliger. Statt ein bisschen Missgeschick hier oder einem anderen Zauberspruch dort. Aber Talos ist ein Gott, der es ernst meint. Ich befürchte, ich muss der Beleidigung nochmal eine Verletzung hinzufügen. Ihr seid offensichtlich nicht der, der zu sein vorgibt. Ich kann euch nicht gehen und gestärkt zurückkehren lassen.
Ihr werdet uns einen Ort nicht verlassen, es geht nicht. Ich warte.